So, ab jetzt wird es also aufgezeichnet. So, das heißt also auch, dass diese Zusatztermine werden auch aufgezeichnet. Wenn jetzt jemand partout an irgendeinem Termin nicht kann, sollte das kein Problem sein, weil man das eben im Internet nachlesen kann, nachhören kann. Ich habe mir dann von Herrn Steingraber die freien Slots geben lassen und die freien Slots fürs erste Semester waren unter anderem montags 12 bis 14 und freitags 12 bis 14. Ja, montags 12 bis 14, freitags 12 bis 14. Ich kann selber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nicht. 18 bis 20 finde ich ist auch ein bisschen spät. Dann sind das jetzt also quasi die Termine gewesen, wenn wir uns jetzt nicht auf 8 bis 10 ausweichen wollen, die in Frage kämen. Und jetzt schreibt jemand, montags ist Seminar, freitags Tutorium. Okay, Tutorium hat er vielleicht nicht im Überblick. Tutorium ist wahrscheinlich bei Nils Röhrdahns, nicht? Oder was für ein Tutorium ist das? Das Tutorium von Nils ist am Montag, aber da wäre auch, glaube ich, nur noch auf jeden Fall maximal ein Termin, den er machen würde. Am 11. und am 18. auf jeden Fall nicht. Und freitags ist das Tutorium für Einführung in die Forschungsmethoden. Also es sind zwei Tutorien. Die könnte natürlich sein, dass die tatsächlich nicht auf dem Plan von Lukas Steingraber stehen. Jetzt gucke ich mal weiter in die Termine. In Frage kommt noch 8 bis 10. Das ist dann, ändern wir mal gerade die Folien. Na, denken Sie sich bitte jetzt einfach an allen Stellen 8 bis 10. Also. Herrn Bach, Entschuldigung, ich habe mich total vertan. In meinem Kopf war ich bei Donnerstag. Irgendwie hatte ich da gerade einen Dreher. Also Ist Montag in ist Ordnung. Ich habe kein jetzt die Aufklärung erhalten. Also es gibt aber trotzdem zwei Tutorien, montags und freitags jeweils 12 bis 14. Im Tutorium kann man zur Not auch mal bitten, Nils, kannst du das auch von anders machen? Das Tutorium bei Nils ist für die Leute, die Python lernen. Das ist, macht nicht jeder, das ist klar. Also von daher, soll ich das jetzt auf dem, wie sieht es denn 8 bis 10 aus, montags und freitags? Wie gesagt, das Tutorium ist auf jeden Fall nur noch einmal. Also am 18. findet definitiv kein Tutorium mehr statt. Also das müsste eigentlich kein Problem sein. Wir könnten ja sonst auch nochmal mit Nils sprechen. Ob er Aber das denn? genau, aber am 18. ist nämlich definitiv kein Tutorium mehr. Okay, das heißt also, von daher wäre der Montag eigentlich okay. Und der Freitag, da gibt es eben immer noch das Problem mit dem Tutorium Methoden, Geschichte der Psychologie oder was war es? Genau, Einführung in Forschungsmethoden, also Statistik. Aber genau, Montag von der Zeit her wäre kein Problem. Also Ja, ich wenn ich dachte. jetzt sozusagen eine zweite Option bieten will, dann sollte ich freitags nicht den 12 bis 14 Termin nehmen. Und dann könnte ich freitags beispielsweise den, ja, ich könnte auch mal alternativ den 14 bis 16 Termin nehmen. Ja, wenn ich merke, 8 bis 12 hat bestimmt bei einigen eher So, also ich versuche das jetzt nochmal gerade schnell in meine Folie zu kriegen. Dazu muss ich das hier, den Montag lassen wir und den Freitag machen wir. Ach was, ich schreibe das jetzt hier in den Chat und dann, also A, montags 12 bis 14, B, freitags 14 bis 16. Und zu diesen machen wir jetzt eine Umfrage. Und sie läuft.
Jo. Was haben wir zurzeit? 116 Antworten von 125. Ich denke, das Ergebnis ist aber eindeutig, so eindeutig wie die US-amerikanische Wahl. Damit ist beschlossen und verkündet, montags 12 bis 14. Caroline, darf ich dich bitten, dann direkt mal mit den Nils zu bitten, am kommenden Montag das zu verschieben? Brauche ich Ja, nicht mehr. ich schreibe mir jetzt eine Mail, das ist aber, denke ich, kein Problem. Okay, das ist ganz lieb. Danke. Danke. So. So, jetzt haben wir also diese Terminfrage geklärt. Wunderbar. Und dann kann ich weitermachen mit dem Stoff. Augenblick. Herr Klemmer, darf ich auch noch mal eine Frage stellen? Ja, gerne. Und zwar im Uni-Wills steht der Klausurtermin irgendwie für Ende März und vor ein paar Tagen stand da noch, ich glaube, 18.02. oder so. Super. Ja, hat es eine Ich danke für die richtige Zeit? Frage. Ich danke für die Frage, weil ich hatte es mir eigentlich notiert, dass ich das auch ansprechen wollte und hätte es jetzt fast wieder vergessen. Aber vielen Dank für diese Frage. Ja, in der Tat, wir haben beschlossen, statt auf den ersten, zweiten Prüfungszeitraum auf den zweiten zu gehen, etwas weiter weg von den augenblicklichen hohen Inzidenzzahlen, weil wir mit allen Anstrengungen versuchen wollen, eine Präsenzklausur durchzuführen. Ich sag Ihnen ehrlich, wie ich dazu empfinde. Es hat bei uns einen Dozenten gegeben, der sich bislang in einer Online-Klausur versucht hat. Dieser Dozent ist auch sehr pfiffig und hat mit geschickten Methoden, die ich jetzt hier nicht offenlegen werde, herausgefunden, wo getäuscht wurde. Und das waren bei 80 Klausuren 20. Und die galten dann alle als nicht bestanden. Das galt nicht einfach als nicht unternommener Versuch, sondern als ein erster oder vielleicht auch zweiter Versuch nicht bestanden. Und das ist, ja, da halte ich es ein bisschen, wer als Christ das Vaterunser betet und betet, führe mich nicht in Versuchung, der sollte auch andere nicht in Versuchung führen. Und leider ist es tatsächlich so, dass die Online-Situation gar zu sehr in Versuchung führt. Das ist so, als würde ich den Hörsaal verlassen und es ist noch wenige Studierende da und ich habe mein Portemonnaie liegen lassen. Das sollte man nicht tun. Dann muss man sich nicht wundern, wenn vielleicht auch irgendwelche Übergriffe stattfinden. Und das will ich partout nicht fördern. Und auch wenn ich sozusagen mit den Methoden meines Kollegen relativ sicher bin, Täuschungsversuche nachweisen zu können. Kurz und gut, wir werden auf eine sehr komplizierte Art und Weise, wahrscheinlich wird es vier verschiedene Zeitslots geben, die im rotierenden Wechsel, also Sie werden es erleben. So, und trotzdem haben wir auch nochmal gesagt, und wir gehen aber weg von den augenblicklichen hohen Inzidenzzahlen in der Annahme, dass der Lockdown etwas bewirkt, dass vielleicht die Impfung etwas bewirkt, dass jedenfalls bis dahin Bedingungen sind, in denen wir, weiß ich, mit 40 Leuten in einem Hörsaal, in einem großen Hörsaal, eine Klausur durchführen können. Und deshalb ist es dieser zweite Termin. Ich sehe jetzt gerade eben im His One steht was anderes als im Univis. Das wäre zu überprüfen. Das müsste ich dann mal gerade eben notieren. Mache ich mal. Prüfungstermin. Is one versus Univ is. Okay. Also, was Sie jetzt auch immer gerade wo finden, glauben Sie mir, es ist der zweite. Es ist also der Termin Ende März. Unbenotet sollte für die Klausur sicherlich nicht dastehen. Wo steht jetzt unbenotet? Ich rufe jetzt mal hier, also da ist sogar Leere, das ist gut. Die Prüfungsordnung auf. Bachelor einfach. So. Sü. B. 6.
So. Da, sorry, da steht benotet. Also kann ich jetzt nicht folgen, wo unbenotet stehen sollte. Ich mache mal Screensharing, das brauche ich sowieso gleich. Typischerweise ist der Versuch immer nach, wir bieten einmal nach dem Winter, einmal nach dem Sommer an. Also bei Nichtbestehen ist die nächste Klausur im Sommer. So, ich habe das jetzt registriert. Quiz 23.8. Meinen Sie 23.2.? Also ich werde all diese Angaben überprüfen lassen. So, nehmen Sie den Märztermin als real. Vielleicht war das die letzte Klausur. Ja, okay. Gut. Gehen wir davon aus, dass ich das Thema hinreichend angesprochen habe. Und jetzt geht es ein letztes Mal in den Ledoux. Ich behaupte, den habe ich noch nicht abschließend gemacht. Entschuldigung, bevor Sie weitermachen, nur ganz schnell eine Frage. Ich glaube, Sie haben die im Chat überlesen. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir für dieses Modul jetzt nach dem Wintersemester nur einmal eine Klausur haben werden im zweiten Prüfungszeitraum? Ganz genau. Also ich biete niemals im ersten und im zweiten direkt nacheinander an, weil wer im Februar durchgefallen ist, wird im März auch noch durchfallen. Aber die andere Frage, ich hatte die Frage gelesen, ich dachte, ich habe sie auch beantwortet, nämlich dass die Frage lautete ja, oder geht das erst in einem Jahr? Nein, es geht eben nicht erst mal in einem Jahr. Aha, da ist irgendwas. Sorry, ich finde da das Wort unbenotet nicht. Notenbekanntgabe, wo steht hier irgendwas von unbenotet? Das Wort unbenotet taucht auf dieser Seite nicht auf. Ich glaube, es hat was mit der Formulierung 75% und die Klausur ist bestanden zu tun. Es könnte sein, dass sich daraus das irgendwie abgeleitet hat, wurde. Das ist doch eindeutig. Ja gut, gehen wir kurz auf die Klausur ein. Also das, falls das noch niemand wahrgenommen hat, hier gibt es offensichtlich, wusste ich gar nicht mehr, eine recht ausführliche Seite, die das nochmal beschreibt. Also das Schema ist, die Fragen ändern sich, aber das Schema ist seit Jahrzehnten, nee, seit einem Jahrzehnt dasselbe. Die Klausur besteht aus 60 Aussagen, die sind in Gruppen zu 5 zu einem Thema zusammengefasst, also 12 Themen werden abgetestet, ein bisschen Emotion hier, ein bisschen Gedächtnis da. Und man muss mal Ja oder Nein dazu sagen, stimmt so die Aussage oder nein, die stimmt so nicht. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, keine Antwort zu geben. Dann wird sozusagen 0,5 Punkte, so als was typischerweise beim Raten rauskommen würde. Ist eine Sache, die sich sehr empfiehlt, wenn man tatsächlich merkt, ups, da habe ich jetzt gar keine Ahnung. Ehe man jetzt irgendwas rät und sich damit vielleicht um den Erfolg bringt. So, und dann wird also gezählt, 75% der möglichen Punkte muss man erreichen. Und ja, wenn man die nicht erreicht hat, dann kriegt man ein nicht bestanden, das ist korrekt. Aber natürlich ist das, was über 75% hinausgeht, wird dann benotet. Ja, also es gibt ja nicht die Note 6. Es gibt die Note nicht bestanden. Und darüber gibt es dann die Noten 1, 2, 3, 4. So. Also ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. Gut. So.
Dann würde ich jetzt loslegen wollen. Genau, ich war schon im Ledoux drin. Ich war der Meinung, ungefähr hier haben wir aufgehört. Vielleicht korrigiert mich jemand oder bestätigt es mir. Das heißt, wir müssten jetzt an der Stelle weitermachen. Okay, passt. Okay, damit bin ich da, wo ich dachte auch, dass ich sein würde. Ich habe jetzt so das Gefühl, dass es nicht so fürchterlich viel Sinn macht, hier noch einmal auf die einzelnen Theorien einzugehen. Vielleicht die allerletzte Folie noch einmal ansprechen, was Sie nicht hindern soll, wenn Sie eine Frage zum Vorlesungsstoff haben, die jetzt zu stellen. Okay. Also, ups, dieses kleine Schildchen kann hier weg. Sehr ausführlich habe ich mich ja mit dem limbischen System auseinandergesetzt und warum ich das nicht für richtig halte, aber auch andere Systeme, wie zum Beispiel das Platzsche Emotionen-Mischsystem. Das sind sozusagen Systeme, die eine Emotion als ganz, die Emotion als einheitliches Phänomen als Ganzes erklären wollen. Die dimensionale Erfassung ist ja noch nicht einmal ein Versuch einer Erklärung, ist ja nur eine Beschreibung, aber eben auch, wenn man so will, ein ganzheitlicher, als könnte man mit einem Punkt in einem Raum sagen, das ist jetzt die Emotion, die diese Person hat. Was übrig geblieben ist von all dem, was wir so mitgenommen haben, ist, es gibt vielleicht sowas wie elementare Module, wie zum Beispiel, ich sag mal, Haare aufrichten, wenn einem kalt ist. Das führt dann eventuell zu einer Gänsehaut, wenn ich einen emotional bewegenden Film sehe, müsste man sich noch darüber unterhalten, wie es dazu kommt. Aber solche elementaren Module, die dann flexibel eingesetzt werden, allerdings in einer hierarchischen Struktur, die bestimmte übergeordnete Systeme kennt, wie zum Beispiel das Belohnungssystem, das von verschiedenen anderen Modulen angetriggert werden kann, nicht nur von Sex, sondern auch noch von anderen Dingen. Die Mischungen nehmen wir noch einmal ab, sondern wir sprechen eher darüber, dass Emotionen interagieren, wie zum Beispiel auch, ich erinnere an diese Geschichte, das Sexmodul und das Appetitmodul, die sich frühzeitig sozusagen darüber verständigen, wir können nicht gleichzeitig, gut, dann suchen wir uns eben aus, wer von uns beiden jetzt die relevantere Rolle spielt. So, und das ist sozusagen hier. Nach dem vorletzten Punkt machen wir mal einen kleinen Strich, das war der Status. Und jetzt kommt ein Appell, nämlich dann sollte man doch über die einzelnen Module und deren Vernetzung forschen. Und ein Modul hat sich eben Ledoux vorgenommen. Und dieses Modul ist die Furcht. Und die Furcht ist eben deshalb gewählt, weil sie allgegenwärtig ist. Die ist keineswegs erledigt mit der Überwindung der Raubtiere. Wir tun gut daran, auch im Straßenverkehr noch auch über das Modul Furcht zu verfügen und deshalb bestimmte Aktionen zu unterlassen oder uns bestimmten Gefahren nicht auszusetzen. Dazu kommen, das hatten wir ja auch schon mal an der Stelle, wo diskutiert wurde, wie Darwin sieht, dass die Emotionen entstanden sind, und er sagt, es gibt durchaus unterschiedliche Entstehungszeiträume. Und so ist auch natürlich das Thema Furcht, sagen wir mal, nicht abgeschlossen mit dem Regenwurm, obwohl der schon sehr viel von der Furcht hat, die wir auch haben, sondern es kommen sozusagen in späteren Stadien weitere Dinge hinzu, ob man jetzt Sorge unter Furcht subsumieren soll. Aber jedenfalls gibt es Dinge, die sich erst über den Intellekt als Furcht erschließen, die also sozusagen, wo kein bedrohliches Signal in der Umwelt ist, sagen wir mal, ja, Furcht vor Ansteckung, ja, das ist doch etwas, das kann man nur haben, wenn man überhaupt irgendetwas über Viren und deren Ausbreitung weiß. Ja, also es gibt Furcht, Gott sei Dank, in unserem Leben weiterhin, und zu den Elementarfurchten, wie ich sehe einen Tiger, ich sehe einen Bär, ist jetzt noch etwas anderes dazugekommen, nämlich Furcht vor Dingen, die sich überhaupt erst erschließen, wenn ich intellektuell über diese Dinge nachdenke.
Ein weiteres Argument von Ledoux war, warum gerade die Furcht nicht nur, weil sie allgegenwärtig ist, sondern auch, weil sie bedeutend ist. Und da zitiert er ihre Rolle in der Psychopathologie von Phobien über Panikstörungen zu posttraumatischen Belastungsstörungen. Man könnte sagen, Furcht ist, wenn sie später Vorhaben in eine helfende Ausrichtung der Psychologie, Psychotherapie etc. Überzugehen, ist das ihr täglich Brot. Es gibt einige andere, aber der größte Anteil dessen, was sie behandeln werden, wird mit Furcht zu tun haben. Und schließlich fand Ledoux faszinierend, dass Furcht bei Mensch und Tier ähnlich ist, denn auch die Notwendigkeit zum Schutz vor gefährlichen Situationen ist ja universell. Reaktionsmöglichkeiten gibt es nur Rückzug, Regungslosigkeit, vielleicht eine defensive Aggression, Angriff ist die beste Verteidigung, Unterwerfung in sozialen Situationen, ja, wenn ich Furcht sozusagen vor dem dominanten Alpha-Tier habe. Aber da diese Reaktionsmöglichkeiten begrenzt sind, kann ich auch schon bei Tieren viel von dem untersuchen, was mich beim Menschen dann interessiert. Das war sozusagen das Argument, weshalb Ledoux sich mit Furcht auseinandergesetzt hat. Ein nächstes Kapitel beschäftigt sich mit dem Small World Network. Da geht es um die Art, wie im Gehirn Strukturen miteinander verbunden sind. Und er zitiert dieses Small World Network, das ist so ein Begriff, da fragen sich Menschen, wer hat mit welchem, welcher Schauspieler hat mit welchem anderen Schauspieler schon mal im selben Spielfilm gespielt? Hat, weiß ich, Charlie Chaplin schon mal im selben Spielfilm gespielt wie Marlon Brando? Nee, natürlich nicht. Also das ist jetzt auch mal ein Generationenproblem. Aber gibt es einen Schauspieler, der mit Charlie Chaplin und dann mit Marlon Brando gespielt hat? Das wäre ein Degree of Separation. Und wenn nicht, gibt es zwei dazwischen, sodass man den Weg über zwei Schauspieler laufen könnte, etc. Da hat sich ein kleiner Sport entwickelt. Das kann man im Internet verfolgen, wie solche Ketten aufgebaut werden. Und das Witzige ist, egal welche zwei Schauspieler, wenn sie jetzt nicht Jahrhunderte auseinander liegen, man da einsetzt, man findet typischerweise spätestens bei 6 Zwischengliedern einen Connex, üblicherweise schon bei 3. Und es gibt so ein bisschen auch die Aussage von 2 gleichzeitig lebenden Menschen auf dem Planeten, jetzt nicht Schauspieler, sondern wer kennt wen. Kennen Sie irgendeinen zufällig ausgewählten Menschen auf einer ganz anderen Seite dieses Planeten? Nein, vielleicht nicht. Aber Sie kennen einen, der einen kennt, der einen kennt, der den kennt. So, und das alles als Metapher dafür, wie wohl auch Hirngebiete miteinander verschaltet sind. Es ist sozusagen nicht alles mit allem verschaltet, aber viel mit vielem und so strukturiert, dass am Ende auch letztlich zwischen x-beliebigen Hirngebieten irgendeine Art von Verbindung gegeben ist. Dann stellt sich natürlich die Frage, was davon ist wirklich relevant, was ist in welcher Verkettung maßgeblich beteiligt an so einem Modul, wie zum Beispiel der Furcht. Und die alten Studien, die ich hier auch vorgestellt habe, die Läsionsstudien beispielsweise, also Läsionsstudien, wo einfach in einer, ich sag mal, relativ Holzhammer-Methode geschaut wurde, wenn ich ein Stück Hirnareal wegnehme, ist dann eine Funktion beeinträchtigt? Ja, das sind Dinge, die auch heute noch relevant sind, weniger beim Tierexperiment, als vielmehr bei der neuropsychologischen Untersuchung von Schlaganfallpatienten oder anderen Hirnschäden, wo man also feststellt, da gibt es eine Läsion, die hat man dann natürlich bei Menschen nicht absichtlich gesetzt, sondern sie ist durch einen Krankheitsprozess entstanden. Und diese Läsion führt zu folgenden Beeinträchtigungen. So, das ist also auch heute noch ein relevantes Thema. Was nun aber im Tierexperiment Ledoux fasziniert hat und fast die treibende Kraft mit war, neben diesen Split-Brain-Beobachtungen, das zweite Motivierende für ihn war die Verfügbarkeit von Tracern, die damals in den 90er Jahren ihren weiten Durchsetzung fanden. Und diese Tracer-Daten, die ermöglichen es eben, festzustellen, nicht nur, was ist mit wem verbunden, sondern was ist mit wem in welcher Situation verbunden. Kann man also sagen, ich möchte das mal mit dem folgenden Bild vergleichen. Ich könnte einerseits erheben, welche Telefonleitungen, jetzt gehen wir mal davon aus, es gäbe noch so etwas wie Festnetz, welche Telefonleitungen gibt es in der Stadt, ja? Welcher Haushalt ist mit welchem Haushalt über Telefon verbunden,
Da gibt es eine Menge Leitungen, die könnte man darstellen. Das gibt es übrigens auch in der Neurobiologie, inaktive Leitungen darzustellen. Das Stichwort dazu heißt, wenn es interessiert, ich schreibe es mal auf. Aha, da ist eine Frage, danke, dass ich die jetzt sehe. Hier kommt jetzt noch ein Tensor Imaging. Schauen Sie sich mal den Begriff Tensor Imaging an. Das ist also ein Verfahren, das man heute verwendet, hauptsächlich an Menschen, aber durchaus werden auch Tiere so untersucht, um Verbindungsdaten zu bekommen. Tracer hingegen wäre der Versuch, oder nein, nicht der Versuch, das ist ja auch eine etablierte Technik, eine Methode, um zu zeigen, die aktiven Leitungen. Also ich würde jetzt auf das Telefonnetz nicht schauen, welche Leitungen liegen grundsätzlich darum, sondern welche werden jetzt im Moment genutzt und könnte das zu bestimmten funktionalen Zusammenhängen, beispielsweise, welche Telefonleitungen werden genutzt am Morgen, welche werden genutzt am Abend, oder ich könnte mich fragen, welche Telefonleitungen werden genutzt, wenn ein überraschendes Faktum durch die Nachrichten geht, wie der Sturm aufs Kapitol, welche Telefonleitungen werden genutzt, wenn es ein Wetterereignis gibt, und also das wären so Dinge, die man bei Telefonleitungen studieren könnte. So ähnlich kann ich das mit Tracern machen. Ich kann eine Situation kreieren und dann eben feststellen, welche Neurone sind in dieser Situation aktiv gewesen. Also Ledoux zitiert Studien, bei denen beispielsweise bestimmte Areale, die mit der Amygdala in Verbindung stehen sollten, mit einem Farbstoff versehen werden. Und da wird geschaut, ob tatsächlich im Falle der Furcht dieser Farbstoff transportiert wird in die Neurone hinein, die dann zur Amygdala führen, beispielsweise. Ja, das wollte ich dazu gesagt haben. Jetzt gehe ich kurz auf die Frage von Frau Dickel ein. Bodyloop, das hatten wir ja hier auch gehabt. Wir sind jetzt auf 60, jetzt gehen wir mal gerade zurück. Ja, war das eigentlich, muss man gerade gucken. Okay, genau. Hier hatte ich das zitiert. Ich muss mal endlich eine Studie finden, die diese Studie von Martin und Stepper ersetzen kann. Das ist ein, aber es ist ein bekanntes Phänomen, dass sozusagen so etwas wie unsere Haltung hat auch eine Rückwirkung auf unser Erleben. Also sozusagen der Körper ist nicht nur Output. Ja, sozusagen die Haltung ist nicht eine Reflexion unserer Stimmung, sondern es ist auch umgekehrt Input. Wenn ich eine aufrechte Haltung einnehme, hebt es auch schon wieder ein wenig die Stimmung. Da habe ich diese Loop schon mal, aber ich glaube, für uns wichtiger ist die Body Loop im Kontext der Somatic Marker Hypothese, wo die Body Loop sozusagen auch eine Rückkopplung liefert über mein Wissen über frühere Erregungszustände, da kommt ein Stichwort rein. Ja, genau. Wer lächelt, sieht die Welt gleich ganz anders. Es gibt dann den Begriff der As-If-Body-Loop. Ja, die As-If-Body-Loop, das ist das, was bei, das ist eigentlich für mich der Hauptgrund, die Body-Loop einzuführen, weil sie als As-If-Body-Loop eine Rolle spielt für Damasio, der dann also sagt, okay, ich rufe ab Assoziationen von Stimulus und früheren affektiven physiologischen Zuständen. Also ich hatte dieses Beispiel gebracht, ich sehe ein Messer und mir werden ein bisschen wieder die Knie weich, oder ich erinnere mich daran, dass in einer ähnlichen Situation mir die Knie weich geworden sind. Und sie müssen mir jetzt gar nicht weich werden. Es reicht, dass ich das abgespeichert habe. Da war mal eine Reaktion des Körpers, so. Das heißt, es wird so eine Reaktion durchgespielt. Wenn du da jetzt hingingest, würden dir wieder die Knie weich werden. Und dann wäre aber auch dieses Signal, die Knie werden mir weich, wird sozusagen, oder sie würden mir weich werden, ein Signal, okay, überleg mal, ob du da wirklich hingehen willst. Und so gesehen hat eben für Entscheidungsprozesse, die Damasio hier studiert, diese As-If-Loop eine gewisse Rolle. Ich wollte mal unbedingt immer ein Experiment durchführen, ein bisschen angelehnt an Strack.
Und zwar mit künstlicher Gänsehaut. Ich wollte den Leuten künstliche Gänsehaut erzeugen. Diese sollten auf einem, also die technischen Möglichkeiten dafür hatten wir schon, aber es ist dann doch nie dazu gekommen, mit einer ungefährlichen Hochspannung. Nämlich, Sie kennen diese Hochspannung, die es hier gibt, wenn Sie einen Pulli ausziehen, der aus Kunstfasern ist oder so. Das gibt mal vielleicht ein unangenehmes Zucken, wenn Sie dann an eine Türklinke fassen. Diese Art von Hochspannung kann man auch sozusagen mit einem Gerät erzeugen. Und sie wird Ihnen nicht angelegt. Doch, genau, Sie sitzen auf einem Stuhl, der Stuhl steht auf einer Gummimatte. Sie sind sozusagen isoliert von der Außenwelt. Sie haben die Arme auf Armstützen liegen, damit die eine gute Position haben. Unter irgendeinem Vorwand haben wir sie vielleicht sogar fixiert, weiß ich, weil wir da Elektroden anbringen, damit sie nicht versehentlich den Arm heben. Denn relativ dicht oberhalb des Arms ist nochmal eine Gegenelektrode und die führt die gegenteilige Spannung. Und Sie kennen das Phänomen sicherlich, das ist oft genug in irgendwelchen Fernsehsendungen oder sonst was gezeigt. Wenn man sich richtig unter Hochspannung setzt, stehen einem die Haare in alle Richtungen ab. Soweit wollen wir es nicht treiben, aber gegenüber dieser Gegenelektrode, da werden sich die Härchen am Unterarm aufrichten. So, und damit spielen wir rum im Sinne von, wir zeigen Ihnen einen Film, wir zeigen Ihnen zwei Filme, die beide als emotional durchaus eingestuft werden. Aber bei dem einen zufällig ausgewählt, wenden wir diesen Trick an, um Ihnen künstlich das Gefühl, ups, mir stellen sich ja die Haare auf, zu vermitteln. Und bei dem anderen tun wir es nicht. Und dann schauen wir, ob Sie diese beiden Filme emotional unterschiedlich beurteilen. So, das wäre ein klassischer Fall für Body Loop. Und dann eben, wenn Sie sich daran nur noch erinnern, dann ist es die As-If-Body Loop. So, jetzt bin ich auf diese Frage eingegangen. Nehmen Sie sich ruhig die Freiheit, entweder zum Mikrofon zu greifen, wenn Sie merken, ich bin in meinen Folien versunken und lese Ihre Frage hier nicht. Oder wenn Sie kein Mikrofon haben, tut das vielleicht jemand anders für Sie. Sie könnten sogar hier, wenn Sie ohne Mikrofon hier zugeschaltet sind, in den Chat hineinschreiben, kann mal jemand Herrn Kernbach darauf ansprechen oder was auch immer, sodass ich dann eine Rückmeldung bekomme, weil ich schaue nicht ständig in den Chat, sondern mehr auf diese Folie. So, ein Verfahren, das Ledoux mit anführt, warum es so schön praktisch ist, die Furcht zu untersuchen, ist, dass die Furcht sich recht leicht konditionieren lässt. Über konditioniertes Lernen werden wir dann noch in dem Teil Gedächtnis und Lernen, Lernen und Gedächtnis heißt da, etwas erfahren. Hier ein ganz kurzer erster Einblick. Es gibt einen unkonditionierten Stimulus. Das erste konditionierte Lernen geschah von Pavlov mit dem wohlbekannten Experiment des Hundes, der eine Klingel hört und weiß, dass es Fleisch geben wird, und dann fließt ihm der Speichel. Aber zuerst zur Terminologie. Es gibt einen unkonditionierten Stimulus, der auf jeden Fall eine Reaktion auslöst. Wenn der Hund Fleisch sieht, dann läuft ihm der Speichel und der Magensaft, und das wurde in dem Fall gemessen. Oder es könnte ein Stromstoß bei einer Ratte sein, die also dann vielleicht darauf mit einer Fluchtreaktion reagiert, etc. Oder als weiteres Beispiel, was nicht auf der Folie steht, was sehr gerne bei Menschen genommen wird, das aber dann ein bisschen wieder wegführt von der Furcht, aber nur das Prinzip der Konditionierung gut zeigt, ein Luftstoß gegen das Auge. Was wird passieren? Sie werden Ihr Auge schließen, Sie werden also das Augenlid wird rasch runtergehen. So, das ist der unkonditionierte Stimulus, der also auf jeden Fall zu einer unkonditionierten Reaktion führt. Und jetzt gibt es aber das Interessante, es geht ja um Konditionierung, den konditionierten Stimulus. Der konditionierte Stimulus ist ein Stimulus, der grundsätzlich harmlos sein sollte, der also von sich aus nichts auslösen sollte, was in diese Richtung geht. Wenn also der Hund eine Klingel hört, dann sollte nicht unbedingt sein Speichel fließen. Warum? Wenn die Ratte einen Ton hört, sollte sie keine Angst bekommen und, weiß ich, Fluchtverhalten zeigen oder was auch immer. Und wenn, weiß ich, eben auch ein Ton gespielt wird, sollte nicht unbedingt das Augenlid sich schließen. Jetzt werden die beiden aber gepaart und dann kommt es zur konditionierten Reaktion, die so ähnlich ist oder manchmal auch identisch zur unkonditionierten Reaktion. Bei Pavlov war sie identisch. Es ging auf jeden Fall um Speichelbildung. Also der Hund hat gelernt, ich muss mal gerade gucken, hier sind ja noch so ein paar Fakten, die ich gleich ansprechen werde. Wenn ich also oft genug US und CS gekoppelt hatte, wenn oft genug die Klingel ankündigte, dass das Fleisch kam, dann bildet sich bei der Klingel alleine auch schon der Speichel.
Wenn ich oft genug den Ton abgespielt habe, bevor der Stromstoß kam, dann reagiert die Ratte auch schon auf den Ton. Allerdings nicht ganz identisch. Sie wird typischerweise eine andere Fluchtreaktion zeigen, als wie wenn der Stromstoß wirklich kommt. Beim Stromstoß wirklich versucht sie die Flucht. Wenn der Ton erst nochmal kommt, dann erstarrt sie sozusagen in Vorwegahnung des Tones. Ihr Herzschlag, Blutdruck steigt. Vielleicht gibt es sogar bei der Ratte eine Pilo-Reaktion, ein Aufstellen von Haaren. Pilo ist lateinisch für Haar. Und man könnte die Hormone messen und würde feststellen, dass ihre Stresshormone steigen. So. Kurz zum Lernen und Vergessen auf dieses Konditionieren eingegangen. Diese Kopplung kann man sehr schnell lernen, hängt natürlich ein bisschen von der Stärke ab. Wenn ich also einen Ton spiele und spiele danach einen ganz leisen Stromschlag ein, einer, der eher unangenehm als schmerzhaft ist, dann braucht man es vielleicht einige Kopplungen, bis es gelernt wird. Wenn der Stromschlag hingegen gleich beim ersten Mal schmerzhaft ist, wird oft eine einzige Kopplung ausreichen, um die CS-US-Verbindung zu lernen. Dieses Gelernte kann zwar, wie wir sagen, gelöscht werden, aber nicht vergessen. Wie zeige ich das? Ich biete jetzt den CS ohne den US an. Den Ton ohne den Stromschlag. Ja? Die Klingel ohne das Fleisch. Und in der Tat wird mit der Zeit die UR erlöschen. Das heißt, ich biete den Ton an, die CR, die konditionierte Reaktion wird erlöschen. Die UR erlöscht nie. Immer wenn ich das Fleisch zeige, gibt es Speicher. Aber nicht mehr immer, wenn ich jetzt den Ton spiele, gibt es Speicher. Der Hund rechnet nicht nach jedem Ton jetzt mit Fleisch. Sie kann also gelöscht werden, aber wir werden auch darüber noch ausführlicher sprechen. Man wird das nicht als vergessen bezeichnen, denn man findet Phänomene, die da zeigen, nein, es wurde nicht vergessen. So kann man feststellen, wenn ich wieder damit anfange, CS und US zu koppeln, dann gibt es das Phänomen der Ersparnis. Ich sage mal kurz darauf, das heißt, ich lerne schneller. Ich lerne schneller als beim ersten Mal. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn ich nicht hier bei der ersten Kopplung einen sehr starken Reiz gewählt habe, der bereits nach einem Mal zum Lernen führte. Wenn ich einen schwachen Reiz wähle, der einige Lernzeit braucht, dann habe ich eine Löschung gehabt und dann führe ich aber wieder die Kopplung ein, dann lerne ich schneller. Im Prinzip könnte man sagen, wenn ich das mit Stromstößen gemacht habe, die Ratte hatte irgendwie hier in dieser Phase gelernt, ups, da ist ihm wohl der Stecker rausgegangen und hier kapiert sie, oh je, jetzt hat er den Stecker wieder gefunden. Oder es gibt weitere Phänomene, wo ich das noch nicht mal wieder je koppeln muss, CS und US, und trotzdem sehe ich, da ist noch ein Restwissen vorhanden. Ja? Wir werden das alles, wie gesagt, in 2 Wochen oder so spätestens besprechen. Es gibt die spontane Erholung, damit ist gemeint, wenn ich meine Ratte eine Stunde mit Kopplung trätiert habe und danach 2 Stunden ohne Kopplung und jetzt war es gelöscht und dann setze ich sie am nächsten Tag wieder in den Käfig und spiele das erste Mal den Ton, dann reagiert sie mit Schrecken, als ob sie nicht vergessen hätte, als ob sie nicht gelöscht hätte. Ein bisschen könnte man das etwas vermenschlicht sich so denken, dass sie sagt, neuer Tag, neues Glück oder vielmehr neues Unglück. Er wird ja wohl seine Apparatur ordentlich aufgebaut haben. Ich fürchte, der Stromstoß kommt jetzt. Es gibt Phänomene des Kontexts. So kann man zeigen, wenn die Kopplung in einem roten Käfig war und das Löschen in einem grünen, wenn ich sie jetzt in den roten setze, dann ist doch erst nochmal wieder die Furchtreaktion da. Oder ich spiele ein einziges Mal den Stromstoß, aber ohne Ton vorher. Es gibt also eigentlich gar keinen Grund, die CS-US-Kopplung jetzt irgendwie zu reaktivieren, aber es passiert trotzdem. In dem Augenblick ist auf den CS wieder eine CR zu finden. Man kann das sich so ungefähr so vorstellen, als ob die Versuchsperson oder das Versuchstier einfach durch diese Löschung nicht irgendwas vergisst, sondern etwas Zweites lernt. Hier lernt sie, der Ton ist blöd, der Ton kündigt Gefahr an. Und hier lernt sie, aber nicht immer. So, und jetzt hat sie dieses Doppelwissen. Und auf diesem Doppelwissen kann man verstehen, dass sich später Phänomene zeigen, die zum Beispiel die CR schneller wiederherstellen oder, gut. Das führt Ledoux auch an, um zu begründen, warum die Phobie
so relevant ist. Ich kann sie zwar quasi löschen, also ich kann mit einer Psychotherapie meinetwegen meine Angst vor Spinnen verlieren und nehme dann Spinnen in die Hand und streichle sie oder was auch immer. So. Und dann gehe ich am nächsten Tag ins dieses, dann hätte ich also diese spontane Erholung und schwupps, meine Phobie ist wieder da. Oder es gibt ein traumatisches Ereignis und schwupps, ist meine Phobie wieder da. Ein bisschen kann man sagen, diese Stabilität der Phobie, das ist das, was später ihr Leben finanzieren wird. Sie können therapieren so viel, wie sie wollen, der Patient kommt wieder und sie haben also dann weitere Möglichkeit zu intervenieren. Ab und zu schaue ich mal, ob hier was ist. Hier ist nichts. Okay. Ledoux spricht auch an die beiden unterschiedlichen Gedächtnissysteme. Das heißt, das eine ist ein System, aber das andere ist selber eine Ansammlung. Das deklarative, explizite Gedächtnis, da können Sie explizieren, das ist Latein und heißt erklären. Sie können erklären, was Sie da wissen, deklarieren, wie beim Zoll, angeben, Sie wissen um alles Bescheid. Das andere ist kein deklaratives, sondern ein prozedurales Gedächtnis. Da geht es nicht darum, was Sie erzählen können, sondern was Sie für eine Prozedur beherrschen, was Sie können. Ich sag mal, Schuhe binden beispielsweise. Ja, das können, also ich weiß nicht, vielleicht sind Sie jetzt alle aus der Generation Klett und haben nur noch Schuhe, die sich vielleicht mit Magnetverschluss oder demnächst mit vom iPhone gesteuert verschließen lassen. Aber wenn Sie noch einen Schuhriemen bedienen gelernt haben, dann ist das eine Prozedur, die Sie können. Und wir sprechen hier im Gegensatz zum expliziten vom impliziten Gedächtnis. Es ist in Ihnen drin, aber Sie können es eben nicht explizieren. Sie können nicht erklären, wie es funktioniert. Machen Sie es mal das Experiment. Eine Studienkollegin, ein Studienkollege soll sich dumm stellen und Sie telefonieren mit ihm, ihr und versuchen, ohne es selber auszuführen, aus dem Kopf heraus zu erklären, wie bindet man Schuhe. Ja? Sie werden sich 10 Minuten einen abbrechen und wenn Ihr Kollege, Ihre Kollegin sich geschickt dumm stellt, wird herauskommen, Sie habe es nicht gelernt, Schuhe binden zu erklären. Und was anderes, was in dieselbe Richtung geht, ist Sprache. Sie beherrschen die deutsche Grammatik mindestens auf einem 95% Niveau. Also selbst wenn Sie sich selbst als jetzt nicht poetisch begabt, aber das Allermeiste werden Sie wissen, vielleicht die Feinheiten von wann verwende ich den Konjunktiv 1 und wann verwende ich den Konjunktiv 2, da kämen Sie vielleicht ins Wanken. Aber nicht, wenn man Sie danach fragt, sondern einfach, weil Sie es tun. Sie tun es richtig. Und jetzt kommen Sie mal bitte mit einem Ausländer zusammen und sollen ihm das erklären. Und wenn Sie nicht gerade eben selber studiert haben, Didaktik der deutschen Sprache, des Deutschunterrichts, dann werden Sie sich sehr schwer tun. Das heißt, das Explizieren von Grammatik müssen Sie lernen, während die Grammatik, die können Sie. Das wird deutlich im Unterschied zwischen einem Gedächtnis an Emotionen, das steht hier unter deklarativ. Ein Gedächtnis an Emotionen ist der Umstand, dass Sie sich erinnern, diese Emotion gehabt zu haben. Vielleicht empfinden Sie sie jetzt gar nicht mehr nach. Es ist meinetwegen tatsächlich eine mündliche Prüfung gewesen, vor der Sie fürchterliche Angst hatten. Die haben Sie dann aber bravourös bestanden. Inzwischen sind Sie selber Prüfer und Sie lachen darüber. Sie erzählen einem Kollegen, das war übrigens hier der Raum, in dem diese fürchterlichen Prüfungen stattfinden. Also ich kann dir gar nicht sagen, was ich da für Ängste gehabt habe, das irrationale Ängste. So, wenn Sie so darüber sprechen, dann haben Sie ganz offensichtlich jetzt diese Emotion nicht mehr, aber Sie erinnern sich daran. Etwas anderes ist das emotionale Gedächtnis. Das emotionale Gedächtnis ist kein Gedächtnis an Emotionen, sondern, wenn Sie so wollen, ein Gedächtnis in Emotionen. Sie erinnern sich mit Angst, mit weichen Knien, mit Herzrasen an die Situation, vielleicht gar ohne es explizieren zu können. Sie gehen an diesem Raum vorbei, vielleicht weil Sie im Rahmen des Abschlusses Ihres Studiums irgendwann mal Ihre letzten Bücher zur Fachbibliothek bringen müssen. Da kommen Sie an dem Raum vorbei, wo diese mündliche Prüfung stattgefunden hat. Sie gehen an dem Raum vorbei und bekommen weiche Knie. Vielleicht fällt Ihnen sogar ein Buch hin, weil Sie weiche Knie haben. Sie haben einen Stapel Bücher in der Hand und Sie kriegen beim vorbeigehenden Raum und Sie denken, was bin ich da für ein ungeschickter Trottel? Und Sie denken nicht,
Ich hatte jetzt weiche Knie, weil ich an dem Raum vorbeigegangen bin, wo ich war. Ja, also das kommt Ihnen vielleicht gar nicht ins Bewusstsein, dass das die Ursache für Ihre weichen Knie und letztlich damit für das gefallene Buch gewesen ist. Eine schöne Demonstration dieser Dissoziation, damit meint man dieser Aufteilung, ja, dass ich das so trennen kann, wurde 1911 von einem Psychiater namens Claparède gezeigt. Es wird auch in Ledoux zitiert. Das emotionale Gedächtnis bei einer Amnestikerin. Claparède war damals junger Psychiater, 1911, Assistenzarzt würde man sagen, und lief so von Station zu Station. Und auf einer Station war eine Patientin, die unter einer starken Amnesie litt. Diese Patientin vergaß alles, was nicht gerade eben passiert ist. Also sie hatte ein gewisses Kurzzeitgedächtnis, was man einem ermöglichte, mit ihr in eine gute Konversation zu treten. Sie konnte sich sozusagen im Laufe der Konversation noch an den Anfang der Konversation erinnern. Das funktionierte. Aber was eine Stunde zurück war oder gar was gestern war, das wusste sie nicht. Typischerweise wusste sie natürlich, was in ihrer Jugend passiert war. Aber eben so seit Eintreten der Erkrankung vergaß sie Dinge, die am Vortag, in der Vorwoche passiert sind. Claparède, diese Dame müsste man dazu sagen, hatte einen gewissen gehobenen Verhaltenskodex, sozusagen ein Benimm-Regelwerk, das den gehobenen Schichten entsprach. Und dazu gehörte zum einen, dass man sich vorstellte, wenn man einer Dame begegnete und die sie einen nicht kannte. Und das andere war, wenn man sozusagen ein bisschen auf Augenhöhe war, dann begrüßte man sich per Handschlag. Also würde eine Krankenschwester in das Zimmer dieser Dame kommen, um ihr das Bett zu machen und einfach nur mal reingehen, Hallo sagen und das Bett machen wollen, dann wäre die Dame pikiert, weil die Krankenschwester, obwohl sie ihr jeden Tag das Bett macht, ihr völlig unbekannt ist und sie erwartet, dass die Dame sich vorstellt, Hallo, ich bin Ihre neue Krankenpflegerin. So. Also das wussten die Krankenpflegerinnen und taten das dann also auch. Sie stellten sich regelmäßig vor, bevor sie ihr das Bett machten. So, ja. Aber denen würde sie nicht die Hand geben, aber schon dem Psychiater. Das war ja sozusagen ein Mann, der auf ihrem intellektuellen Niveau war. Dem würde sie die Hand reichen. Ja. Claparède kommt also ins Zimmer, stellt sich vor, artig, weil er weiß, sie wird vergessen haben, wer er ist. Reicht ihr die Hand und nun ist er so gemein und hat in seiner Hand eine Handzwecke, eine Reißzwecke und drückt ordentlich zu. Und sie schreit empört auf, weil er ihr wehgetan hat. Und er denkt, hast du ja doch gestern Morgen wieder vergessen. Kein Problem, ich entschuldige mich mal gerade, ich bin wieder raus. So. Was passiert am nächsten Tag? Er begegnet ihr. Guten Morgen, ich bin Claparède, ich bin Ihr behandelnder Arzt. Muss er ihr sagen, sie hat es vergessen. Und dann streckt er die Hand aus, um sie zu begrüßen. Und bei ihr ist so ein Zucken, sie möchte die Hand geben und dann nimmt sie sie aber wieder zurück. Und da ist er natürlich nicht wirklich, aber sozusagen gespielt, ihr gegenüber irritiert und fragt, möchten Sie mir nicht die Hand geben? Und sie kann nicht erklären, warum. Sie sagt dann, nein, nein, möchte ich nicht. Man sieht, sie kann es nicht explizieren, aber sie erinnert sich doch. Alle Tage hat sie ihm die Hand gegeben, auf einmal will sie nicht mehr. Das ist ein schöner Fall, wo dieses Gedächtnis an Emotionen und das emotionale Gedächtnis auseinanderfallen. Ihnen wird es nicht so leicht auffallen, weil bei Ihnen beide Gedächtnissysteme funktionieren und interagieren und sich sozusagen gegenseitig erzählen. Und Sie werden typischerweise an dem Raum vorbeigehen und werden weiche Knie bekommen und werden sich aber auch noch daran erinnern, dass in diesem Raum diese Prüfung war. Und werden dann sagen, ja, ich weiß, warum ich die weichen Knie habe, das war wegen der Prüfung. Guck mal, das war so schlimm, die Erinnerung, ich kriege ja jetzt noch weiche Knie. Da funktioniert die Interaktion zwischen diesen beiden Systemen bei ja, Fällen mit einer eventuellen Läsion. Ich weiß gar nicht, ob die Dame da mal irgendwann untersucht worden ist, was in ihrem Gehirn da kaputt gegangen ist. Sozusagen bei Fällen, wo mal diese Interaktion nicht so funktioniert, da wird die Dissoziation deutlich. Muss mal gerade gucken, habe ich irgendwas? Also genau, das kommt als letztes. Eine ähnliche Geschichte, wesentlich später, 70 Jahre später, Graf, Squire, Mandler, die haben nicht nur eine, sondern viele Amnestiker untersucht. Und ja, was die halt nicht können, ist sich erinnern. Und dann gibt man denen also Wortlisten, wie zum Beispiel Haus, Anwalt, Brücke, Ball.
Und immer mussten sie diese Liste lernen. Dann später bekamen sie immer nur das erste Wort Haus und hätten jetzt Anwalt sagen müssen und Brücke und dann hätten sie jetzt Ball sagen müssen. Und da sind sie natürlich kläglich gescheitert. Wenn sie um ihren Zustand so richtig gewusst hätten, hätten sie gesagt, lieber Herr Graf, wie soll ich beim besten Willen diese Liste erinnern? Sie haben mir diese Liste gestern um 16 Uhr gegeben. Nein, natürlich, das wissen Sie alles nicht mehr. Die Liste sehe ich zum ersten Mal. Wie kann ich mich da erinnern? Versagen kläglich, wenn man ihnen sagt, hier ist die Liste der gelernten Worte, bitte das zweite Wort dazu. Dann haben sie aber einfach die Instruktion geändert und haben gesagt, nein, nein, diese Liste, Sie sehen sie zum ersten Mal, Sie müssen jetzt beim besten Willen nicht das richtige Wort, denn es gibt kein richtiges Wort, kein falsches Wort. Erfinden Sie ein Wort frei. Und überzufällig häufig kam beim Haus das Wort Anwalt und bei der Brücke das Wort Ball. Also die Liste, die da gelernt wurde, sie war nicht mehr explizit vorhanden, aber implizit eben doch. Und das führt so ein bisschen zu dieser Idee, dass diese Systeme auch im Gehirn ganz getrennt zu behandeln sind. Und dabei macht man dann eben die Beobachtung, dass dieses deklarativ explizite Gedächtnis vielleicht tatsächlich als ein System aufgefasst werden kann. Daran beteiligt unter anderem der Hippocampus, ja. Das ist sozusagen die zentrale Struktur seinerzeit des limbischen Systems. Also wer limbisches System sagt und denkt an Emotionen, vergisst, und eigentlich ist der Hippocampus eine zentrale Figur im deklarativen, expliziten Gedächtnis. Der Temporallappen ist ebenfalls beteiligt. So, während das emotionale Gedächtnis ganz offensichtlich, wie wir auch auf der nächsten Folie nochmal lernen werden, gar nicht ein System ist, sondern viele Systeme umfasst und im Falle von Furcht ist es unter anderem zum Beispiel die Amygdala beteiligt und andere Emotionen haben andere Strukturen, wo das spezielle Gedächtnis für diese Emotion eine Rolle spielt. Dass die Amygdala eine Struktur ist, die für Furcht, aber nicht für anderes eine Rolle spielt, sehen wir, wenn sie lädiert ist. Amygdala, mal gucken, hier ist sie eingezeichnet, ist hier so eine, ja, mandelförmige Struktur. Amygdala heißt doch nichts anderes als Mandel auf Griechisch. Sie hat Substrukturen, die inzwischen gut erforscht sind. Man kann die Teilgebiete angeben, das wollen wir gar nicht vertiefen. Aber es kommt natürlich auch mal vor, dass die Amygdala so tief im Gehirn sie verborgen liegt. Ja? Hier haben wir sie nochmal eingezeichnet. So tief sie im Gehirn verborgen liegt, sie kann lädiert sein, sie kann verletzt sein, eine Läsion haben. Und zwar, jetzt muss man allerdings sagen, die Schwierigkeit ist, Patienten zu finden, bei denen durch eine Durchblutungsstörung ist es meistens, beide Amygdalen beschädigt sind. Es muss also ein Gefäß gefunden werden, das sozusagen sich im letzten Augenblick aufspaltet und die beiden Gebiete versorgt. Und wenn dieses Gefäß dann verstopft durch ein Blutgerinnsel oder so etwas, dann gibt es da eine Schädigung beide Amygdalen, weil wenn nur eines geschädigt ist, dann kann ja mit der anderen Seite noch sozusagen das kompensiert werden. Und was man dann findet, ist, dass die Furchtkonditionierung ausbleibt. Also das hat man bei Tieren, da kann ich natürlich tatsächlich die Amygdala-Läsion gezielt herstellen, aber eben auch beim Menschen, wo ich sie tatsächlich gelegentlich als Phänomen, als Nachwirkung eines Hirnschlags finde. Typischerweise ist dann bei Menschen nicht nur genau die beiden Mandelkerne, sondern etwas größeres Areal um die Mandelkerne herum geschädigt. Aber man kann es ja dann doch gut abgrenzen von anderen Fällen, wo auch große Areale betroffen sind, aber die Mandelkerne eben nicht. Und dann sieht man, wenn die Mandelkerne intakt sind, kann ich bei diesen Patienten Furchtkonditionierung auslösen, wenn die Mandelkerne nicht intakt sind, nicht. Also genau das, worüber wir eben gesprochen haben, dass ich also einen Ton mit einem Elektroschlag verbinde und dann beispielsweise am steigenden Puls oder Hautleitwert oder sonst etwas sehe, ha, der hat die Assoziation, dieser Ton ist gefährlich, weil gleich kommt der Stromschlag. Das sind übrigens Experimente, die wir bei, also nicht mit Läsionen, diese Patienten stehen uns nicht zur Verfügung, aber diese Furchtkonditionierungsexperimente mit irgendwelchen Stimuli, die harmlos sind, aber gepaart werden mit Elektroschocks, das machen wir bei uns im Labor natürlich auf ethisch vertretbare Weise. Das heißt, da wird ein zarter Elektroschock auf die Fingerglieder gegeben. Die Versuchspersonen dürfen selber einstellen, was sie gerade soeben noch ertragen mögen.
Sie dürfen, Sie unterschreiben vorher, dass Sie einverstanden sind. Sie wissen, dass Sie jederzeit abbrechen dürfen. Aber dann können wir tatsächlich Furchtkonditionierungseffekte messen. So, Damasio zeigt bei einer Patientin mit einer beidseitigen Amygdala-Läsion, dass sie durchaus von Gesichtern Emotionen ablesen kann, alle außer Furcht. Man legte ihr also Bilder vor. Typischerweise sind das Bilder, wo Schauspieler aufgefordert werden, bestimmte Emotionen zu spielen. Freude, Überraschung, Ekel oder eben Furcht. Und bei allen Gesichtern sagt sie sekundenbruchteils schnell, das ist Ekel, das ist, sondern zeigt man ihr das Bild, wo der Schauspieler Furcht spielt und wo jeder andere Proband bis jetzt auch problemlos die Furcht erkannt hat. Und sie fragt, ist das Überraschung? Ich weiß nicht recht. Also sie kann die Furcht auch nicht aus anderen Gesichtern lesen. So, und das ist ein Hinweis, dass die Emotionen nicht ein System sind, sondern viele Systeme. Und wenn wir jetzt, hier haben wir uns jetzt ein bisschen auf die Furcht konzentriert und deshalb die Amygdala behandelt, aber eben die Amygdala-Läsion beeinträchtigt nicht die anderen Emotionen. Ja? Hier haben wir wieder sozusagen eine Dissoziation nicht zwischen implizit, explizit und implizit, sondern innerhalb von implizit zwischen Furcht und den anderen. Allgemein zu den Basalganglien gehört eben auch die Amygdala. Gibt es solche Basalganglien, die wir mit emotionalen Aktionen in Zusammenhang bringen und die demzufolge auch wohl, es ist nicht so gut erforscht wie die Furcht, aber die wohl entsprechend sozusagen die anderen Zentren emotionalen Erlebens sind. Wichtige weitere Strukturen sind die Hirnanhangsdrüse oder Hypophyse. Der Hippocampus spielt auf jeden Fall immer eine Rolle, weil er, wir haben ja zum Beispiel beim Furchtkonditionieren gesagt, der Kontext spielt eine Rolle und den Kontext erinnert man halt im Hippocampus. Der präfrontale Kortex spielt eine Rolle für Bewertungen. Also, ich sag mal, Sie kennen das, dass jemand Sie neckt. Ja? Das heißt, was ist necken? Necken ist, dass er sie eigentlich ärgert. Ja? Er sagt etwas, einen Spitznamen oder erinnert an eine Eigenschaft von Ihnen, die Sie nicht unbedingt zitiert haben wollen oder. Und auf diese Art und Weise provoziert er, aber andererseits zum Necken gehört ein humoristischer Kontext. Es sollte jemand sein, nicht gerade eben ihr Erzfeind, der kann sie nicht necken. Es sollte jemand sein, mit dem sie gut können. Und der das Necken spielerisch einsetzt und der auch genauso erwartet, dass sie ihn gelegentlich necken werden. So, und in dem Kontext werden sie sich nicht ärgern. Oder nur ein ganz klein bisschen. Und sie werden aber auch mit Humor erkennen, stimmt, das ist so eine Eigenschaft von mir. So, das funktioniert, weil sie die Gesamtsituation bewerten können. Also der Kontext, der Hippocampus, wird ihnen helfen zu sagen, das ist jetzt hier eine freundliche Runde, wir sitzen hier beim Bier und wir mögen uns alle. Und das wird aber dann in den präfrontalen Kortex aufgegriffen, diese Information, die sie vom Hippocampus kommt, und führt dazu, dass sie dann entscheiden, naja, ich werde jetzt mal nicht das Bierglas gegen die Tischkante hauen, um eine scharfe Waffe zu haben und damit gegen den Aggressor vorgehen, sondern ich werde lachen und vielleicht gegenlecken. Solche Dinge passieren im präfrontalen Kortex. Deshalb erinnern Sie sich vielleicht auch an die dekortizierte Katze, von der ich beschrieb, das emotionale, also wenn man ihr den Kortex, damit auch den, das, was bei ihr sozusagen das Pendant zum präfrontalen Kortex ist, das hat sie noch bei weitem nicht so ausgeprägt wie der Mensch, aber sie hat da auch Strukturen. Das, was ihr ermöglichen würde, emotionale Reaktionen zu bündeln, zu mäßigen, sozusagen situationsgerecht einzusetzen, das würde dann entfallen. Bei diesem brutalen Experiment aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts war natürlich tatsächlich der gesamte Kortex wächst, aber damit natürlich auch der präfrontale. Außerdem, so eine späte Emotion wie Sorge wird man sicherlich im präfrontalen Kortex eben nicht in Basalganglien vermuten. Ja? Oder so ein Phänomen wie Löschung, was ja im Prinzip der Umgang ist mit zwei Wissen. Löschen heißt, ich weiß, der Ton kann gefährliche Dinge ankündigen, aber auch, ich weiß, er muss es nicht unbedingt. Und das führt, ist im Prinzip auch wieder ein Phänomen der Bewertung, dass man dann
Okay, in dieser Situation gehe ich jetzt mal davon aus, dass der Ton nichts bedeutet. Dann spielt der präfrontale Kortex eine Rolle. Das ist eine noch unvollständige Liste, da wäre viel aufzuführen. Und dann käme ja noch erst die Frage dazu, was ist mit wem verbunden? Ja, das ist eben jetzt die Frage, die dann mit Tracern anzugehen wäre. Ledoux zitiert für diese zwei Gedächtnissysteme, die wir hier, wir haben jetzt gerade eben über diese vielen Systeme gesprochen, ja, über die zwei Gedächtnissysteme nochmal, also die vielen Systeme einerseits für das emotionale Gedächtnis, andererseits das eine explizite Gedächtnis. Da zitiert er Hinweise darauf, die uns, bei denen unsere Interaktion zwischen diesen beiden Systemen gut funktioniert, trotzdem plausibel machen können. Ja, es sind aber zwei Systeme. Das ist zum einen die infantile Amnesie. Der Hippocampus, der für das explizite Gedächtnis sehr wichtig ist, reift langsam. Das implizite Gedächtnis funktioniert wahrscheinlich pränatal. Gut, da lernen Sie noch nicht Schuhe binden pränatal, aber Sie lernen schon wirklich erste Dinge und sei es schlucken, ja, das lernen Sie da. Als Säugling lernen Sie, beginnen Sie, bis Sie dann zum Beispiel laufen lernen und so. Erinnern Sie sich an Ihren ersten Schritt, wie Sie das erste Mal frei gelaufen sind? Ihre Eltern werden sich erinnern, aber Sie werden sich nicht erinnern. Das ist diese infantile Amnesie, die je nachdem beim einen mit 3, beim anderen mit 4 beendet ist. Und wenn es nicht fürchterlich traumatische Erlebnisse sind, die sich dann aber auch nicht typischerweise in der klassischen expliziten Form äußern, sondern eher auch im impliziter Gedächtnisform, dann werden Sie an biografische Details des Laufenlernens, des Spracherwerbs etc. vor diesem Zeitpunkt, drittes, viertes Lebensjahr, sich nicht erinnern. Und das zeigt, okay, ich habe da, also Sie haben da schon viel erworben. Natürlich haben Sie sprechen gelernt in der Zeit. Und es ist ein ganz großer Unterschied, ob Sie eine Zweitsprache dann später erwerben oder diese Erstsprache, die Sie in den ersten Jahren, die Sie im Mutterleib schon gehört haben, schon da lernen Sie Sprachsignale, also zum Beispiel Emotionen von der Sprachmelodie abzulesen. Das lernen Sie bereits im Mutterleib. So, dieses implizite Gedächtnis funktioniert von Anfang an. Und das, was Sie da gelernt haben, behalten Sie auch bei. Es ist nicht so, dass Sie es alles nochmal neu lernen müssen, nur weil der Hippocampus jetzt da ist. So, aber diese biografischen Details, wann habe ich das gelernt? Also vielleicht erinnern Sie sich noch ans erste Schuljahr und wie Sie da mit Erstaunen feststellten, man kann ja auch Zahlen multiplizieren, wenn sie größer als 10 sind. 12 mal 13. So, das haben Sie irgendwann gelernt und vielleicht erinnern Sie sich noch daran. Aber wie Sie die allerersten Dinge gelernt haben, daran erinnern Sie sich nicht. Ein zweites Phänomen sind die Blitzlichterinnerungen, die Ihnen helfen mögen, oder das Phänomen verdeutlichen mag, wie solche zwei Gedächtnissysteme interagieren. Und immer dann, wenn man die Spuren dieser beiden und ihrer Interaktion sieht, macht man sich klar, dass es zwei Systeme sind. Adrenalin verstärkt die Erinnerung. Das heißt, wenn Sie ein sehr bewegendes Ereignis erlebt haben, Ledoux zitierte seinerzeit John F. Kennedy, heute würde, nein, nur bei den älteren Generationen, nicht mehr bei Ihnen würde man zitieren, 9/11. Vielleicht werden wir in 4 Jahren zitieren, der Sturm aufs Kapitol, das sind weltgeschichtliche Ereignisse, die einen starken emotionalen Komponente haben. Vielleicht haben Sie sich auch gesagt, was passiert denn da gerade? Um des Himmels Willen ist die amerikanische Demokratie in Gefahr. Das hat bei Ihnen Emotionen ausgelöst. Das hat zu Adrenalinausschüttung geführt. So, und das kann jetzt dazu führen, dass wenn man Sie in 5 Jahren fragt, 6. Januar 2021, 20.45 Uhr, wo waren Sie da? Sie werden vielleicht nicht mehr jedes Detail erinnern, Sie werden nicht mehr wissen, welchen Sender hatten Sie an. Aber Sie werden wissen, ja, da war ich mit meinen Eltern zusammen, das habe ich mit meinen Eltern zusammen entfernt, oder was auch immer die Situation war. Fragt man Sie hingegen in 5 Jahren, 6. Januar 2022.
Das ist dann nicht mehr 5 Jahre, sondern sogar nur 4 Jahre her. Das sollten Sie besser erinnern. Man fragt Sie, wo waren Sie da? Und Sie werden nicht mal wissen, war ich in Kiel oder wo war ich, obwohl es weniger lange da ist. Das ist dieses Phänomen der Blitzlichterinnerung. Und es wird auch von ihm zitiert, dass es den Beweis gibt, dass es Adrenalin ist und nicht nur eine Vermutung, weil tatsächlich Adrenalinblocker in solchen Situationen gegeben den emotionalen Gedächtnisvorteil aufheben. Das nutzt man therapeutisch, weil ein solcher starker Gedächtniseinfluss auch schädlich sein kann und krankheitsgenerierend in der posttraumatischen Belastungsstörung. Und genau das will man eigentlich nicht. Das heißt, wenn man tatsächlich, ich weiß nicht, inwieweit es tatsächlich weit verbreitet im Einsatz ist, aber es wird in bestimmten Situationen gemacht. Soldaten im Krieg haben was besonders Schlimmes erlebt, weiß ich, die Sprengung eines Dorfes, etwas, was wirklich alle runterreißt. Dann geben behandelnde Ärzte Adrenalinblocker und sorgen auf diese Weise dafür, dass dieses Ereignis sich nicht so derart tief ins Gedächtnis einfrisst, dass der Mensch eventuell ein späteres ganzes Leben darunter leidet. Blitzlichterinnerung. So, jetzt sind wir schon relativ gen Ende des Vortrags. Ich guck mal, das ist die vorvorletzte Folie, behaupte ich. Genau. Ich glaube, im Chat sind ein paar Fragen aufgekommen. Das ist nett, dass ich darauf aufmerksam gemacht werden. Ja, wenn Corona sich jetzt auch darauf bezieht, ob Corona sozusagen das weltgeschichtliche Ereignis ist, was bei Ihnen starke Erinnerungen auslöst, nun ist es anders als der Sturm aufs Kapitol nicht so auf die Sekunde genau zu lokalisieren. Also vielleicht werden Sie, ja, was war der Moment? War es im Januar, als das erste Mal Nachrichtentexte rüberkamen, wo es hieß, da ist ein Virus in China? War es im Februar, als es hieß, da gibt es einen Kranken in Deutschland? Oder war es im März, als es hieß Lockdown? Das müssen Sie jetzt wissen. Sie müssen wissen, was war für Sie der Moment, wo Sie es ernst genommen haben und wo bei Ihnen Emotionen hochkamen? Also von daher, das mit dem Kapitol lässt sich wirklich auf das Datum konzentrieren, 9-11 auch, Corona nicht gleichermaßen. Adrenalinblocker im Nachhinein ist eine richtige Maßnahme, wenn man denn, aber das Dumme ist, in den allermeisten traumatischen Situationen ist nicht gleich ein kluger, beratender Psychiater da, der sagt, so, jetzt braucht es einen Adrenalinblocker und der den dann also auch noch hätte. Während des Vorgangs, also das würde ja sogar voraussetzen, dass ich das traumatische Ereignis vorhersehe, das ist ja nun nicht möglich oder wäre nur im Rahmen eines ethisch unverantwortlichen Experimentes möglich. Also von daher nicht während des Vorgangs, aber direkt danach, das würde völlig ausreichen, das hat sich nachgezeigt. Ja, ja, genau, was ist es? Bei Ihnen war es der Moment, wo die Schulen geschlossen wurden. Ups, hier können wir mal gerade gucken. Ich hätte eine Frage. Ich sehe gerade eben, dass ich noch andere Fragen gar nicht beantwortet habe von 11.17 Uhr. Ja, aber Frau Reutsch, stellen Sie Ihre Frage gerne auch per Mikro. Oder Frau Brockmann, genau. Entschuldigung. Und zwar, das ist jetzt nur so eine Interessensfrage. Und zwar habe ich jetzt gerade überlegt mit den Adrenalinblockern. Also hat es denn auch irgendeinen Sinn, dass traumatische Erlebnisse da sind? Also gibt es auch ein Argument, das dagegen spricht? Also profitiert ein Mensch auch von einem Trauma? Also gibt es Fälle, wo man das nicht machen sollte oder ist es eigentlich immer gut? Nun bin ich nicht der Kliniker, der Ihnen das wirklich mit Werf beantworten kann. Ganz klassisch ist, dass heute vor allen Dingen Wert gelegt wird auf das Erleben des Patienten, auf das Wohlergehen des Patienten. Man spricht davon, Krankheitswert bekommt eine Krankheit, nicht objektiv, sondern dadurch, dass der Patient sich dadurch beeinträchtigt fühlt, mehr oder weniger. Das ist, kann nicht das einzige Kriterium sein. Beispielsweise, wer eine Manie hat, fühlt sich überhaupt nicht beeinträchtigt, alles ist easy. Deshalb nimmt man hinzu die Folgewirkung auf sein soziales Umfeld. Durch die Manie macht er sich so unmöglich, dass er dann, er kapiert nicht, dass er durch die Manie zum Menschen wird, den man letztlich, ja, bewachen muss. Das kapiert er nicht und deshalb ist der Krankheitswert hier definiert über sozusagen die Schädigung des sozialen Umfelds. Aber oft genug ist es eben auch wirklich die Beeinträchtigung.
Um ein Beispiel zu nehmen, 1975 wurde Homosexualität nicht mehr strafbar genannt. Es dauerte dann tatsächlich aber auch noch, ich glaube, 15 Jahre, bis sie aus dem Katalog der Krankheiten gestrichen wurde. Und das wesentliche Argument ist, der leidet ja nicht darunter, der Homosexuelle, dass er homosexuell ist. Also was soll da der Krankheitswert sein? Also es geht immer über den Krankheitswert. Und der ist gegeben bei der posttraumatischen Belastungsstörung. Wenn Sie da etwas Erfahrung mit hätten, wüssten Sie, Leute, die mit Flashbacks mitten in der Nacht schweißgebadet aufwachen, ja, die sagen nicht, naja, vielleicht ist das ja auch was Gutes. Jetzt könnte man zynisch sagen, es ist gesellschaftspolitisch gut, wenn Soldaten posttraumatische Belastungsstörungen aus dem Krieg mitbringen, weil uns das klar macht, wie schrecklich der Krieg ist und wir sollten ihn vermeiden. Aber das ist ein zynischer Umgang mit dem Einzelschicksal. Aus Sicht, also das würden wir als Mediziner niemals unterschreiben. Und von daher aus Sicht des einzelnen Menschen ist es mit Sicherheit nicht wünschenswert, dass er nachts schweißgebadet aufwacht, weil ihm Szenen dieser Dorfsprengung in die Erinnerung kommen. Okay, alles klar, danke schön. Gehe jetzt mal hier die Liste nach. Da hat Frau Burgert gefragt, können Patienten mit Hausanwalt das zweite Wort bei der Aufgabe führen? Sie liest aus ihrer. Nein, natürlich, genau das ist der Gag. Sie konnten es in der freien Aufgabe. Wenn man sagte, führen Sie die Liste aus der Erinnerung fort, im Prinzip steht ja dahinter auch die Aufforderung, da gibt es ein richtiges Wort. Das stand da mal. Jetzt nennen Sie bitte das richtige Wort. Dem waren Sie nicht gewachsen, weil Sie sich nicht erinnerten. Sie haben Ihr Gedächtnis zermartert und es war nicht da. Und dann hat man die freie Aufgabe gegeben und dann waren Sie besser. Und das zeigt, dass eben da ein zweites Gedächtnis der Fall ist. Mit Bewertung beim präfrontalen Kortex ist nur durchaus auch unbewusst bleibende Prozesse, auf jeden Fall. Nicht alles, was im Kortex passiert, wird bewusst. Also was auch hier als Bewertungsprozesse im präfrontalen Kortex geschieht, kann sehr gut unbewusst bleiben. Die zwei Systeme nach Le ja, diese Dissoziation zwischen dem System explizit deklarativ und implizit, das ist genau dieses Low und High Road. So, dann kamen die Kommentare zu, was ist heute das emotional Bewegende, Ihre Blitzlichterinnerung. Die erste Ansprache von Merkel zum Thema Corona, ja, also nicht überhaupt, ja, so nach dem Motto, endlich eine Kanzlerin. Nee, Sie sind ja von der Generation, dass Sie sich fragen, geht auch männlicher Kanzler? Müsste man denn, ja, idealer wäre es, wenn man die Adrenalinblocker vorher gäbe, aber wie gesagt, wenn wir im ethisch verantwortbaren Rahmen bleiben und nicht experimentell das Trauma herstellen, dann müssen wir auf nachher, und ganz offensichtlich reicht das. Es reicht sozusagen, es ist nicht perfekt, aber es reicht, um einen Effekt zu erzielen im Sinne, dass die traumatische Erinnerung unterdrückt wird. Nein, nein, die Adrenalinwirker müssen nicht immer wiedergegeben werden, sondern aber da bin ich jetzt überfragt, über welchen Zeitraum, sozusagen über die Akutphase, in der man, weiß ich, die Stunden, vielleicht der Tag danach oder so. Nein, in der Therapie kenne ich das jetzt, also im Kontext der Therapie kenne ich das nicht mit Adrenalinblockern. Ich soll nicht ausschließen, dass ich weiß ja nicht alles darüber, aber ich kenne diese Adrenalinblocker-Therapie im Kontext direkt nach dem traumatischen Ereignis. Ja, andere Anwendungen weiß ich nicht, aber so. Ja, das weiß ich nicht, was das sein soll. Deshalb weiß ich gucke jetzt aber nicht nach, Frau Bergmann. Müssten Sie etwas mehr dazu schreiben. Im Le Doux stand der starke Stress, die Dendriten beschädigt, zu Gedächtnisstörungen. Das ist ein Dauerphänomen. Starker Stress ist jetzt nicht sozusagen das einmalige, oh, was passiert auf dem Kapitol? Das ist noch kein Stress. Natürlich, wenn das Dorf gesprengt wird, das könnte man schon in diesem Sinne werten. Aber das, was hier gemeint ist, ist lang andauernder Stress. Wenn man also, ich sag's mal, jetzt im Tierexperiment, die Ratte sozusagen ständig diesem Schocks aussetzt, die ist sozusagen ständig unter Stress, dann tritt ein Langzeiteffekt ein, dass tatsächlich Erinnerung gar nicht mehr so gut möglich ist. So.
Nee, das müssten Sie mir schon sagen, was ich da für ein Video aufrufen würde oder worum es da geht. Aber Sie untereinander können sich ja auch gerne solche Informationen teilen. Das war mein kurzer Einblick in den Chat. Ich habe hier mal einen Schaltplan zusammengestellt, der so gar nicht im Ledoux steht, aber im Ledoux steht hier mal ein bisschen was und da mal ein bisschen was, auch mal eine Abbildung da, mal eine Abbildung da. Und aus denen habe ich mal den Ledouschen Schaltplan davor. Ich schreibe aber auch dazu ein möglicher Teilschaltplan, der würde immer noch nicht alles umfassen. Aber man sieht eine gewisse Komplexität. Der Reiz wird im Thalamus quasi in zwei verschiedene Bahnen gelenkt, die High Road. Da kommen wir über den sensorischen Kortex zum Hippocampus. Und der Hippocampus ist jetzt der Ort der expliziten Gedächtnisspeicherung. Also da sehen Sie das eine System und der Rest ist das andere. Und das ist natürlich auch total simplifiziert hier, ja. Im Vergleich zu dem sehen Sie, wie viel komplexer das ist. Das soll nicht heißen, dass hier oben ist simpel. Und dann haben Sie hier in Grün und Braun noch einmal das Grün und Orange. Den Schaltplan für das implizite Furchtbehandlung. Und da ist eben eine zentrale Rolle, die Amygdala, die auch schon in ihren ersten Kerngebieten andeutet, deshalb zwei Farben, Orange und Grün, dass es hier nochmal zwei Schaltkreise mindestens gibt, nämlich einen, der vom Hypothalamus über das Corticotrope Releasing Faktor. Kompliziertes Wort. Wie wollen Sie sich das merken? Ich will Ihnen helfen. Kortikal, Hirnrinde. Kortex heißt nichts anderes als Rinde. Auch beim Baum, die Rinde heißt Kortex. Der Biologe, wenn er gelehrt über den Baum sprechen will, dann spricht er da vom Kortex. Also Kortex ist nichts anderes als Rinde. Und weil die Baumrinde so ein bisschen gefältet ist, hat man halt eben die Hirnrinde, die ja auch in sich gefältet ist, so genannt. Es gibt aber noch andere Rinden im Körper, zum Beispiel hier. Die Nebennierenrinde. Ja, Sie haben die Niere, die behandelt Ihren Flüssigkeitshaushalt und die hat aber auf sich drauf sitzen ein Drüsengebilde, die Nebenniere. Und diese Nebenniere hat eine Struktur und so wie Sie, sagen wir mal, auch bei einem Zweig sagen würden, der hat einen Mark und der hat eine Rinde. So machen die Anatomen das auch. Innen drin ist Mark, außen ist Rinde. Vor allen Dingen deshalb, weil bei der Nebenniere tatsächlich diese beiden Gebiete, Mark und Rinde, unterschiedliche Funktionen erfüllen. So, und dieser Weg ist eben der über die Nebennierenrinde, Cortex, deshalb ist das das Corticotropes Hormon Releasing Faktor. Gib's doch raus. Ja? So, gib doch bitte das Corticotrope Hormon raus. Adrenokortikotropes Hormon. Hier ist nochmal das Adreno davor gefügt, das A, das heißt Nebennieren, Adreno, ja. Also wenn Sie das alles, was so benal, ich weiß nicht, wie das Substantiv dazu heißt, aber es das heißt mit der Niere zusammenhängt, Ad, Nebenniere, also das Wort Nebenniere steckt in diesem Adreno, wie übrigens auch im Adrenalin, ach so, da kommt es ja, genau, aus der Nebenniere, Adreno, Nebennierenhormon, so. Das Corticotrope Hormon, das hier das 1 des C ist, das Corticotrope Hormon, hier steht es nochmal CTH, Corticotropes Hormon, ist ein Hormon, dass der Nebenniere auf die Nebenniere wirkt. Corticotrop. Also auf die Rinde. Trop wirkend. Corticotropes Hormon, das der Nebennierenrinde sagt, was sie zu tun hat. Das Corticotrop-Hormon oder Adrenokortikotrop-Hormon sagt der Nebennierenrinde, tu was, nämlich schütte Kortikoide, Hormone der Rinde, Kortikoide aus. Also, wir haben den Weg, wo das Corticotropes Hormon Releasing Faktor vom Hypothalamus der Hypophyse mitteilt. Das ist übrigens eine interessante Sache. Das sollten Sie sich anschauen, wie das geschieht. Das ist irgend so was zwischen Hormon und Neurotransmitter. Das passiert in einem klitzekleinen Blutkreislauf, der sozusagen, da wird ein Hormon ausgeschüttet, hier ausgeschüttet und da ausgelesen, der Rest ist egal. Und das ist also schon dicht dran an Neurotransmitter. Schauen Sie sich das mal ruhig an. Ich fange nochmal an. Der Hypothalamus sagt über dieses seltsame fast Neurotransmitter, gerade eben noch Hormon CRF, der Hypophyse, schüttet doch bitte ein weiteres Hormon aus, das ACTH. Das wird jetzt ausgeschüttet in den Körper. Das sagt der Nebenniere, schüttet doch bitte die Kortikoide aus. Und das sind eben die Stresshormone, die Ihren Körper bereit machen, alle möglichen Aktionen zu tätigen. Wirkt im Körper, wirkt aber auch
passiert durch diese, ich habe da leider kein Wort dran geschrieben, diese Doppellinie ist die Bluthirnschranke. Was hier passiert, ist im Körper, was hier passiert, ist im Gehirn. Hier sind wir also im Körper, hier sind wir im Gehirn. Und da gibt es aber eine Schranke, die Bluthirnschranke, die, also der Vagus, der läuft als Nerv einfach vom Körper ins Gehirn, da hat das Problem nicht. Oder hier gibt es von der Medulla ins Autonomen, also Nerven passieren das, aber Hormone nicht unbedingt. Adrenalin zum Beispiel passiert die Bluthirnschranke nicht. Wenn Sie Adrenalin spritzen, landet das gar nicht im Gehirn. Aber es wird vom Vagus gelesen und der Vagus gibt die Information ins Gehirn. Dort gibt es einen kleinen Fleck, den Locus coeruleus, der heißt also eigentlich nur blauer Fleck, weil er so angesättigt mit Noradrenalin ist, dass er schon blau ist vor Noradrenalin. Das ist eine Variante vom Adrenalin. So, und das Adrenalin wirkt nicht direkt, aber auf diesem Weg haben wir dann im Gehirn auch Noradrenalin. Also es wirkt direkt auf Herz und sonst was, aber aufs Gehirn nur indirekt über diesen Pfad. Also das war jetzt nur zur Erläuterung. Hier haben wir die Bluthirnschranke. Diese Bluthirnschranke ist aber durchlässig für die Kortikoide und sie können zum Beispiel auf den Hippocampus wirken, auf die Amygdala wirken. So kann also zum Beispiel die Ausschüttung hier in einem Regelkreislauf gesteuert werden, weil die Amygdala sozusagen zwar den Befehl zur Ausschüttung gibt, aber auch mitbekommt, ist es ausgeschüttet worden. So, dann haben wir aber den zweiten Weg. Der Hypothalamus hat jetzt auch noch Neurone, die zur Medulla, zum Mark, Medulla, ja, das Mark, glaube ich, ja, genau, das ist Hirnstamm, laufen und von dort über die Ganglien des autonomen Nervensystems, das Nebennierenmark stimulieren. Nebenniere ist wieder Adreno, deshalb haben wir Adrenalin und auch das Adrenalin wirkt über den Vagus wieder zurück aufs Gehirn, über den Locus coeruleus, wie ich es eben erläutert habe. Das ist also ein kompliziertes Netzwerk, das etliche Möglichkeiten für Kreisläufe enthält. Anders als das Netzwerk des limbischen Systems ist dieses Netzwerk verifiziert. Hier sind die Verbindungen nachgewiesen worden über Tracer. Und deshalb ist es wesentlich sozusagen wissenschaftlicher als das limbische System. Und es hat auch eine Besonderheit, es ist das Netzwerk der Furcht und eben nicht der Emotion. Und Ledoux sagt auch ganz eindeutig dazu, das beantwortet bestenfalls Fragen zur Furcht und keine Fragen zu Ekel und keine Fragen zu sonst etwas an Emotionen. Ist da ganz bescheiden in seinem Auftreten, was dieser Schaltplan nun eigentlich sagen will. Und man muss sich sozusagen eine Vielfalt solcher Schaltpläne vorstellen, um die gesamten Emotionen insgesamt zu erfassen. Jetzt kommt Information, die nicht im Ledoux steht, eine Folie lang, ja, und zwar einen alternativen Schaltplan, der, wenn Sie sich das anschauen, die letzten Auflagen von Ledoux, die ich habe, zumindest in 1990, hier sehen wir Informationen von 2011, 20 Jahre später. Der Titel ist schon Telling. Emotion and the Brain, Multiple Roads are Better Than One. Pessoa und Adolf setzen sich explizit mit Ledoux auseinander und stellen einen alternativen Schaltplan vor. Und jetzt kommt dann bitte wieder mal die Frage, natürlicherweise von Ihnen, ich werde gleich noch auf den Schaltplan etwas eingehen, aber ja, jetzt verwirren Sie uns aber. Was ist denn jetzt richtig? Das da oder das da? In der Wissenschaft gibt es, wie wir schmerzlich auch in der Corona-Zeit, selbst wer noch so aufmerksam den Blogs von Drosten folgte, wird das eine kapiert haben, es gibt keine letzten Wahrheiten. Es gibt kein in Stein gemeißelt, so ist es. Ja, da kommt niemand vom Berg, Horeb oder welcher war es, herunter mit steingemeißelten Tafeln und sagt, das sind jetzt die 10, ja nicht Gebote, sondern Wissenschaftserkenntnisse, die in Stein gemeißelt sind. Sowas gibt es da nicht. Es wird immer weiter gearbeitet und Kritikpunkte kommen auf und es wird abgewogen werden müssen. Ich sage jetzt mal für mich, das, was hier kommt, ist im visuellen System entwickelt worden, das da ist im auditiven System entwickelt worden. Da gibt es diese eine schöne Untersuchung, die sollten Sie im Ledoux nachlesen. Was passiert mit den Kaninchen, die auf eine bestimmte Tonhöhe trainiert wurden, dass das eben der aversive Ton ist. Und dann hat man ihnen aber den sensorischen Kortex weggenommen und dann konnten sie die Töne gar nicht mehr so gut unterscheiden. Und dann gab es eine Art Furchtgeneralisierung. Und auch da wurden Tracer eingesetzt und so weiter. Aber Sie sehen, da ging es um den auditiven Kortex. Es ging eindeutig bei all den Studien, die Ledoux untersucht, um auditive Furchtkonditionierung. Was ist jetzt, wenn ich visuell Furcht konditioniere?
Und Pessoa und Adolf entwerfen einen Schaltplan für das visuelle System und der sieht sehr, sehr anders aus. Und vielleicht muss man ein bisschen beide im Kopf haben und sich sagen, das eine stimmt irgendwie, das andere vielleicht auch und die Wahrheit ist dann nochmal eine Nummer höherdimensional. Der Schaltplan, den Sie vorstellen, ist rein zentral, hat keinen Bezug zum Körper. Das ist aus meiner Sicht ein Nachteil. Hier haben wir also diese Adrenalinschleife, die Kortikoidschleife drin. Aber sagen wir mal, wir könnten uns ja auch hier auf den zentralen Anteil beschränken. Und wenn wir das täten und schauen uns jetzt aber im Visuellen an, dann würden wir sehen, von der Retina geht es über Basalganglien, aber eben auch teilweise direkt in kortikale Areale. Das primäre Sehareal ist V1, wie visuell 1. Dann geht es über V2, V4 weiter. Am Ende kann auch die Amygdala stehen, aber es gibt dann auch Abkürzungen, wie zum Beispiel hier über diese Basalganglien zur Amygdala. Interessant an diesem Schaltplan ist, dass er Abkürzungen kennt. Und was sozusagen, also gerade zum Titel, Multiple Roads are better than one. Sie konzentrieren sich nur auf die Low Road, die High Road diskutieren Sie gar nicht. Sie konzentrieren sich auf the Deuce Low Road und sagen, selbst die ist vielgestaltig, da gibt es ein ganzes Netz, da gibt es so, also wenn man sich das anschaut, würde man auch nicht gesagt haben, Low Road ist nur eine Straße. Aber hier ist es sozusagen ein ganzes Netz von Straßen und ein bisschen spannend finde ich daran, dass Teil der High Road, es geht ganz regulär von der Retina in den lateralen Kniehöcker, in V1, V2, V4 und so weiter, dass dieser Pfad Abkürzungen kennt. Ich kann vom lateralen Kniehöcker auch in V2. Ich kann von V2, V4 überspringen, direkt in Theo. Was die Areale bedeuten, besprechen wir hier nicht. So, und diese Abkürzungen, ich sag mal, kennen Sie den Begriff der kleine Dienstweg? Das erwarten wir jetzt alle eigentlich in der Impfstrategie, dass nicht irgendwie, wir kennen die Notfallzulassung, wo man gesagt wird, wir überlegen, ob wir nicht auch mal einen schnelleren Durchgang durch die Behörden machen. Und das ist das, was hier auch passiert. Da gibt es auch Wege vom Pulvinar direkt in V4. Ja, so. Und diese Abkürzungen erklären vielleicht auch dieses System von zwei Geschwindigkeiten, denn die Low Road soll ja schnell sein und die High Road soll ja langsam geschehen und dafür umso gründlicher. Dann wäre sozusagen die High Road das Durchlaufen aller Stationen und die Low Road wäre eventuell ein Abkürzungsweg. So, das habe ich Ihnen nur mal so als eine Alternative hingestellt. Die letzte Folie bezieht sich auf das letzte Kapitel, über das ich nicht sprechen werde. Und noch einmal mit Gefühl heißt das Kapitel, ich glaube, das lesen Sie sowieso. Da muss ich Ihnen keine Leseanleitung geben, denn Sie sind ja hier reingekommen mit der Idee Emotionspsychologie und endlich lernen wir was über Gefühle. Nee, nicht von mir, weil es steht auch nicht eigentlich von Ledoux. Er sagt ja selber, er bekümmert sich eigentlich um den Teil, das hier soll sozusagen die Spitze des Eisbergs sein, er kümmert sich um den Teil, der unten drunter ist und der viel größer ist. Und dieser viel größere Anteil, das sind sozusagen all diese Prozesse, die wir mit der Evolution mitbekommen haben. Aber wir können ja auch mal über Gefühle sprechen, tut er im letzten Kapitel und ich weiß, Sie lesen es ohnehin. Und deshalb habe ich mir dazu keine Gedanken gemacht, wie ich Ihnen das Lesen da schmackhaft machen soll. So, ich schaue nochmal in den USA. Mit MDMA, weil gibt unterschiedliche Ansätze. Das hier ist auch sicherlich nicht sozusagen die Behandlung während oder kurz nach dem Trauma, sondern eben während der Therapiesitzungen. Man muss das eben unterscheiden, sozusagen diese Idee hier mit dem Adrenalinblocker ist ja eigentlich eine Akutidee. Ja, in einer Anfangsphase, also sorry, da muss ich einfach sagen, ich bin kein Kliniker, ich weiß zu wenig darüber, ich kann das nicht kommentieren. Ich kenne diese Behandlung eher sozusagen während der Therapiesitzung, während der Adrenalinblocker sozusagen akut nach dem Ereignis gegeben werden sollte. Okay, wir sehen uns dann wieder. Wir sehen uns dann wieder. Wir hatten jetzt dafür gestimmt, am Montag in 4 Tagen. Ja, ich sehe nochmal zu, dass diese Information auch nochmal ins OLAT geschrieben wird, ins UNIWIS und so weiter. Aber Sie haben es ja alle gehört. Selber Ort, also dieser selbe Konferenzraum. Ich würde vorschlagen, wir machen es dann pünktlich und dann hören wir auch 13:30 Uhr auf. So soll es dann auch
hier sein. Ups. Was ist jetzt hier passiert? Warum hat er irgendwie bei meinem Bildschirm geblinkt? Ja. Johanna, selbstverständlich dürfen Sie mich was Persönliches fragen, aber vielleicht nicht vor allen 120 Leuten. Ich wünsche einen schönen Donnerstagnachmittag, so wir uns nicht sowieso in 10 Minuten wiedersehen. Und naja, es gibt ja den privaten Chat. Frau Labuska, schreiben Sie mir ruhig in den privaten Chat etwas rein, dann können wir das hier machen. Und ansonsten, bis gleich. Ich bin mal eine Sekunde gerade hier weg vom Fenster. Wenn ich wiederkomme, Frau Labuska, habe ich Ihre Frage. So, ich bin wieder da. Bevor die persönliche Frage gleich kommt, hätte ich noch eine Frage. Deswegen bin ich auch noch nicht rausgegangen. Es geht wieder um die Klausur. Entschuldigung, ich will nur sicher gehen, dass ich nichts falsch verstehe. Und zwar, wir machen dadurch, dass man ja nur im zweiten Prüfungszeitraum schreibt, kann man ja, hat man ja da nicht die Möglichkeit, dann im zweiten Prüfungszeitraum die nochmal zu schreiben, sollte man die nicht bestehen, weil man ja nur im zweiten schreibt. Wie wirkt sich das dann aus? Weil Sie meinten ja, wenn man es nicht besteht, kann man dann ein Jahr später, das heißt nach dem... Nein, ein halbes Jahr später. Also nochmal ganz deutlich die Erläuterung. Also ich habe bisher noch nie im ersten und direkt danach im zweiten geprüft. Das heißt, diese Möglichkeit, nach zwei Monaten nochmal geprüft zu werden oder anderthalb, die hat es bei uns nie gegeben. Und das ist auch in Ordnung so, weil ich der Meinung bin, dass Sie in dieser Zeit kaum noch etwas an Ihren Chancen tun können. Hingegen gibt es bei uns immer die Möglichkeit nach 6 Monaten. Das heißt, es wird nach dem Wintersemester geprüft, es wird nach dem Sommersemester geprüft. Ob dann wieder im ersten oder im zweiten Prüfungszeitraum, also direkt nach dem Sommersemester oder kurz vor dem Wintersemester, das weiß ich jetzt noch nicht. Ja? Okay, ich hatte mich nämlich gefragt, wie sich das dann auswirkt auf das zweite Semester, weil wir ja dann im zweiten Semester Persönlichkeitspsychologie haben und da ist ja PsyB6 ja eine Voraussetzung für, aber das wirkt sich dann wahrscheinlich erst auf die Klausur von Persönlichkeitspsychologie, was ja dann erst nach dem Wintersemester ist. Das heißt, das hat keine Auswirkung. Das weiß ich jetzt auch nicht. Es gibt auch so Sachen, die ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung habe, wie das ist mit Korridor, da gibt es so Möglichkeiten, wenn man eine Prüfung vielleicht nicht bestanden hat, dass man dann trotzdem noch an einer Veranstaltung teilnehmen kann. Aber das sind Dinge, die mich völlig überfordern, da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Ich sage nur, die Entscheidung, nicht im ersten, sondern im zweiten Prüfungszeitraum zu prüfen, verändert für Sie rein gar nichts, weil es hätte eh nur eine Prüfung gegeben, die findet jetzt halt nicht im ersten, sondern im zweiten Prüfungszeitraum statt. Ja, okay, gut, aber dann, ich hatte jetzt nur mich gefragt, wie sich das dann auswirkt. Aber also das kann ich Ihnen leider nicht so sagen, also die Auswirkungen auf andere Vorlesungen, das überfordert mich jetzt. Das habe ich mal gewusst, aber nee, das müssten Sie notfalls bei der Studienberatung fragen oder in der Fachschaft, sage ich mal, die wissen da selbst schon sehr gut Bescheid.
Ja, also okay. man geht einfach mal auf bestimmt, aber nur falls wollte ich mal nachfragen. Ja. Alles gut. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. So, ich mache mal jetzt hier Ende der Aufzeichnung.